Dankeschön, herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Ich freue mich auch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zu Beginn stelle ich mich mal kurz vor. Mein Name ist David J. Becher, alias der Lili J. Vorneweg eine Kleinigkeit, die ich erwähnen möchte. Brandaktuelle Meldung. Am vergangenen Wochenende ist der Gast aus meiner dritten Sendung, den ich seinerzeit als amtierenden NRW-Meister im Poetry begrüßen durfte, ist am Wochenende Meister der deutschen Meisterschaft, der deutschsprachigen Meisterschaft des Poetry Slam geworden. Patrick Salmon ist also aktuell, ich sag mal, Weltmeister des deutschsprachigen Poetry Slam. Patrick, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Großartig. Wenn ihr mich fragt, ich hab's immer gewusst. Ganz fantastisch. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, wovon ich rede, dann schaut mal Sendung 3 an. Da könnt ihr euch anschauen, warum der junge Mann zu Recht und verdient Weltmeister geworden ist. Also Weltmeister des deutschsprachigen Poetry Slam, aber ich meine, hey, das geht ja dann relativ kompakt. Da brauchen wir ja keine große Weltmeisterschaft machen. Nein, Patrick, das soll das nicht schmälen. Grandios. Und wo wir gerade von Kultur sprechen. Es ist ja so, seit einiger Zeit, habt ihr bestimmt mitbekommen, wird aus dem vornehmlich konservativen Kreis ein Stichwort immer wieder gerne in die Diskussion gebracht, mit dem ich mich natürlich auch als Gastgeber einer Unterhaltungssendung mit dem Augenmerk auf die kulturelle Ausprägung dieser Stadt auseinandersetzen muss. Das ist der Begriff Leitkultur. Ja, liebe Freunde, ich habe mich gefragt, was kann das sein, Leitkultur? Also ich meine, in Zeiten, in denen nicht nur durch genetische Veranlagung intellektuell minder bemittelte Migranten es nicht mal hinkriegen, einen vollständigen deutschen Hauptsatz zu bilden. Ihr merkt, auch ich habe schon Probleme damit. Ne? Ich muss beim abschließenden Wort dann tatsächlich mal überlegen, kann es bei der Leitkultur ja nicht mehr um Goethe, Schiller, Hegel oder Kant gehen? Das kann es ja nicht sein. Also muss es irgendwas anderes geben. Und ich habe mir überlegt, was zum Henker ist irgendwie Kultur zusammenfassend, was für ein kulturelles Ereignis ist wirklich irgendwie sinnstiftend in unserer aktuellen Gesellschaft? Und da bin ich drauf gekommen, liebe Freunde, es ist ganz einfach. Fußball! Natürlich! Ja sicher, es gibt kein anderes kulturelles Großereignis, was dermaßen zusammenführt und vereint. Arm und reich, jung und alt, dick und dünn, alle können natürlich immer über Fußball reden. Es gibt kein stärkeres Ereignis mit identifikationsstiftenden, vereinenden Möglichkeiten, gleichzeitig hervorragende Abgrenzungsmöglichkeiten. Also es gibt keine Gelegenheit, wo Freund und Feind so klar definiert sind. Wo man so herzzerreißend bejubeln kann und wo man auch ganz ehrlich hassen darf, gerne bis zur körperlichen Ausprägung. Das, liebe Freunde, das muss doch die Leitkultur sein. Folgerichtig hat der Burda-Konzern beim Bambi eine neue Kategorie eingeführt und hat dem deutschen, naja, also auf jeden Fall dem Fußballspieler der deutschen Fußballnationalmannschaft Mesut Özil den Bambi verliehen in der Kategorie Integration. Jawohl, es gibt jetzt einen Integrationsbambi. Ja, frisst das, Sarrazin. Ein Integrationsbambi. Großartig. Ach, wir haben es doch wirklich, also es ist doch alles, ist doch gar nicht so kompliziert. Apropos Integration. Ich kann es ja jetzt mal sagen. Es ist eigentlich eine Wuppertaler Sendung, aber, das war wegen des Kabels. Ich habe, also meine Studioband Mark Mainstream kommt aus Bochum. Das ist richtig. Marc, wie fühlst du dich denn hier bei uns in Wuppertal integriert? Integriert? Naja, es hat ein bisschen was gedauert. Vor allem die Sprachbarriere muss man erst überwinden. Was dann? Ich weiß bis heute immer noch nicht, was wohl bedeuten soll. Dat und wat geht mir einfach schneller über die Lippen. Ja, dat und wat können wir aber auch. Also da wäre das schon mal Anknüpfungspunkte. Ja, also da kommt man so langsam dann wieder zusammen. Wohl. Ich muss gestehen, ich sehe mich da nicht wirklich als Migrant. Ich fahre ja heute Abend wieder nach Hause, also bin ich Gastarbeiter. Ah. Das ist natürlich praktisch. Das ist, ja. Also hier braucht keiner Angst haben, ich fahre heute Abend wieder nach Hause. Es sei denn... Das heißt, wir müssen keine großen Integrationsanstrengungen hier überhaupt machen. War das gerade ein Angebot an... E-Mails dann bitte hier unten einblenden, da kann man dann hinterher dann... Machen wir lieber nicht, denn sonst kriegen wir ja wieder Integrationsprobleme und es ist natürlich schon komisch. Wir haben jetzt einen Integrationsbambi, aber kurz vorher kamen Signale von Familie Merkel-Seehofer. Da hieß es dann ganz offiziell und es ist jetzt tatsächlich bestätigt, Multikulti ist tot.
Das ist jetzt höchster Regierungsentscheid. Also die Frau Bundeskanzlerin hat das so entschieden. Das ist jetzt so. Da müssen wir uns dran gewöhnen. Ich war ein bisschen durcheinander. Integrationsbambi hier, dann bin ich letztens, um ein bisschen was einzuholen, bin ich die Garte runtergegangen und dachte mir, was? Multikulti ist alles, aber nicht tot. Und dann habe ich gedacht, ne Moment mal, vielleicht muss man den Politikern noch einfach mal richtig zuhören, bevor man so vorschnell urteilt und sagt, weil ich meine, nichts läge mir ferner, als der deutschen Spitzenpolitik widersprechen zu wollen. Wenn die sagen, Multikulti ist tot, dann ist Multikulti tot. Aber was haben die denn da gesagt? Ne? Also gucken wir mal, Kulti kommt von Kultur, ist relativ einfach, also Kultur, Multi, ne? Latein, die Menge, vieles. Also viel Kultur ist tot. So, und da kommen wir der Sache doch schon viel näher, denn solche staatstragenden Erkenntnisse, die eskalieren natürlich von der Basis nach und nach erst nach oben in die Spitzenpolitik. Folgerichtig hat natürlich die Wuppertaler Stadtregierung schon weit vorher entschieden, mal das Schauspiel aus zur Disposition zu stellen. Ja, richtig. Viel Kultur ist tot, das brauchen wir nicht mehr, das wird abgeschafft. Und deswegen habe ich mir heute einen eingeladen, der dazu ein bisschen was zu erzählen hat, und zwar den Christian von Treskow. Der amtierende, um in der Sportsprache zu bleiben, amtierende Intendant des Wuppertaler Schauspiels, den habe ich hier. Und um aber vielleicht auch ein bisschen zu trauern, es gibt ja einige, die mit der Kultur tatsächlich auch noch richtig was anfangen können, habe ich mir einen jungen Mann eingeladen, der auf gewissen Seiten als die Entdeckung, also die weltweite Entdeckung des Blues gehandelt wird. Also wir kriegen auch ein bisschen den Blues zusammen hier. Und bevor ich mir den jetzt zum Talken auf die Bühne hole, würde ich sagen, multiethnische Musikgenüsse von Mark Mainstream! Yeah.